Ich habe euch ranbekommen, ne? Ja, was ist das hier? Das ist immer noch. Bangja. Los mit komischen. Okay, Tutorial kann man lesen, aber hier so komische Zeichen. Boah, das sieht aus wie das richtig Japanische. Ich glaube, das habe ich erzählt in der letzten Episode. Bin nicht sicher, aber es könnte sein. Dann guck mal hier. Oh mein Gott. So, Ile. Server, was ist denn da los? Die drehen ja mal richtig durch die Japaner. Die sind auch irgendwie viel weiter. Die sind irgendwie. Hier ist es zwar immer noch. Up oder irgendwie so. Oder Fresh Up. Genau, Fresh Up hieß ja die Season. Aber irgendwie laut den Packages, die so runterliegen, sind die bei Season 8 oder Update 8 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall relativ weit. Ja, verstehen tue ich ja nicht viel, außer vielleicht hier Post. Cookies kann ich glaube ich auch nicht kaufen. Aber das Schöne ist, man kann sich den Charakter hier gleich am Anfang aussuchen, wen man haben möchte. Das war in den anderen Versionen nicht so. Das heißt, ich habe gleich mit Co. angefangen, bei der guten alten Co. Ja, und wir wissen natürlich immer noch, dass das hier unten Training ist. Training. Nee, und das hier Hohl-Training ist. Oh, ich bin so gut. Guck mal, wie gut ich Japanisch kann. Das Schöne ist, die heißen sogar noch alle Englisch hier. Denn theoretisch waren wir bei Blue World. Sind wir am letztes Mal oder vorletztes Mal Blue Moon gespielt. Hier könnte ich auch den Assi verwenden. Ja, am meisten nicht. Ich bin gerade am Anfang, wirst du ja richtig hier gepusht. Oder beziehungsweise wird dir geholfen. Deswegen, da ist mein Panya-Balken, also mein Balken, damit ich die Mitte treffe, einfach so groß, dass man gar nicht verziehen kann. Aber wir starten erstmal das Spiel und dann geht's weiter mit dem Erzählkurs. Sonst wäre es ja kein Let's Play, ne, sondern ein Walkthrough-Gameplay. Oh, egal. Ich hoffe, mein Freund nimmt auch immer noch auf hier. Ich vertraue nichts hier. Ich habe zwar bei meiner Testaufnahme hat alles super geklappt und so. Aber ich habe gelegentlich leider Probleme mit der Verbindung. Ja, weil man muss ja ein bisschen tricky sein hier, um das Spiel zu laufen zu kriegen. Also, registrieren könnt ihr euch ganz einfach unter, keine Ahnung, panga.jp oder so weiter. Da braucht ihr keine Proxy-Verbindung oder sonst ähnliches. Ihr könnt euch zwar über Yahoo, Google, Konto und so weiter anmelden, was theoretisch einfacher ist. Also die Anmeldung war einfacher. Nur das Problem ist, du kriegst dann irgendwie eine ID oder so. Eine ganz bestimmte ID. Eine GamePod-ID irgendwie zugewiesen oder so. Per E-Mail, aber ich habe die nirgendwo gefunden. Ich habe alles durchsucht. Übersetzt, keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht gefunden. Dann habe ich irgendwie gesagt, ach egal, es gibt nämlich den Anbieter, der nennt sich irgendwie GamePod oder GamePod oder keine Ahnung. Da, ich kann leider kein Japanisch. Und ja. Wenn ihr euch darüber eine ID macht, das ist zwar an sich ein bisschen komplizierter, das Einrichten, so schwer jetzt aber auch nicht. Das Schwerste ist eigentlich nur von allen das japanische Kapja, auf jeden Fall dieses doofe, wo du die Zahl, Buchstaben abtippen musst, lösen. Ja, warum wohl? Ich habe irgendwie keine japanischen Schriftzeichen auf meiner Scheiß-Tastatur. Ich glaube, ich wollte mal einen Powerschuss. Ja, deswegen, aber zum Glück ein bisschen Google nachlesen und dann sieht man so, okay, die benutzen nur irgendwie eine bestimmte Schriftreihe oder so für ihre Capsas. Und dann hat man eine Tabelle. Und da macht man das schöne Steuerung C, Steuerung V Spiel. Und sucht die ganzen Buchstaben einzeln raus. Oder Wörter oder was wir da auch haben. Keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht so gut aus in Japanisch. Da denkt man auch, oh, jetzt wäre eine gute Möglichkeit, Japanisch zu lernen. Auch wegen den ganzen Animes oder so, aber ja. Erstmal kommt die nächste meine Prüfung. Wenn ich die hinter mir habe, dann ja, mal schauen, was dann kommt. Ich habe ja schon gesagt, kommt der große Umzug. Und den guten Scheiß hier. Naja, viel an die nächste Zeit. Und ich hoffe auch, dass die Serverwesens halten hier. Weil, ja, wir wollen ja weiterreden mit unseren Anmeldespielchen. Auf jeden Fall, wenn ihr das geschafft habt, dann kriegt ihr auch, wenn ihr eine GamePod-ID habt, eben könnt ihr euch die ID selbst auswählen. Mit der loggt ihr euch ein und das Passwort eben. Muss ein bisschen mit den Übersetzer spielen, um zu wissen, was welche Spalte ist. Gott, ist das Panga-Ding riesig. Und dann, wenn ihr euch angemeldet habt und ein Passwort habt, müsst ihr euch den Klienten runterladen, aber das haben die echt dumm gemacht. Wenn du Mozilla hast, also wenn ich jetzt Mozilla hab, musst du dir ein Add-on runterladen. Dann gehst du auf die Internetseite und das Add-on macht nichts weiter als eine kleine Excel-Datei runterladen, die irgendwie 2 MB groß ist. Diese Excel-Datei, diese 2 MB große Excel-Datei, lädt dann den Klienten runter, den 1,3 GB großen. Ja, so, das ist ein Schwachsinn. Hat sich den Kack ausgedacht. Naja, dann installierst du die Pisse.
Und dann musst du einen VPN haben, einen japanischen VPN. Wahrscheinlich geht auch ein koreanischer oder so, aber irgendwas Asiatisches musst du dann haben als VPN-mäßig. Weil ansonsten kannst du dich zwar einloggen, aber sobald das Spiel startet, kommt immer nur String Error. Eben, so gesagt, dich zu blockieren, weil die wollen ja eigentlich keine anderen hier drin haben. Kann sein, dass sie es irgendwann ändert. Das war damals mit der deutschen, japanischen, deutschen und englischen Version genauso. Dass sie die Deutschen nicht mehr reingelassen haben, als die Deutsche aktiv war, aber wer weiß, wer weiß. Und es gibt so einen dummen Klienten, um gratis VPNs zu bekommen von Japan, der ist irgendwie Seastosoft oder so. Keine Ahnung, muss nochmal raussuchen. Ich hab's auf jeden Fall am Laufen, aber die sind relativ unstable, die VPN-Server. Ich konnte bis jetzt, glaube ich, nur einmal komplett zu Ende spielen und die anderen kicken mich einfach irgendwann raus. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich hier Banja spiele, dass sie das nicht wollen oder vielleicht, weil die einfach frei sind und ja, einfach mal einen rauskicken, wenn die mal Lust und Laune haben. Ich habe keine Ahnung, aber ich vermute mal, das liegt daran, weil die kosten sind. Notfallsweise muss ich mich mal nach einem sehr, sehr, sehr günstigen Bezahlserver aussuchen, weil wenn du VPN suchst ohne hohen Traffic und hohe Anforderungen, dann sind die eigentlich gar nicht so teuer. Ich hatte mal damals welche gehabt, eben, boah, weiß gar nicht, welche Länder, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie Russland oder Amerika, damals auch wegen YouTube. Und die waren nicht besonders teuer, die waren irgendwie nur $3 im Monat oder so, die waren zwar nicht besonders schnell, aber, das war viel zu doll. Aber die waren, ich wusste es, ausreichend dafür. Und dann steht euch euer Bangja-Spiel nicht zu Weg. Ihr versteht zwar nicht, was da steht da unten, und auch nicht, was sonst hier so rumsteht, außer alles, was Englisch ist. So wie Pang da unten und Blue Water und so. Man kann es auf jeden Fall immer noch spielen. Die letzten Versuche von Bangja. Denn es gibt jetzt nur noch insgesamt die japanische, die ich gerade spiele. Und was war das? Thailändische? Ich glaube ja, Thailand war das. Die Fusion gab es auch noch, aber ich glaube, die sind auch nicht so weit wie hier. Und hier ist Bangja sogar farbig. Man kann zwar nicht lesen, dass Bangja so heißen soll, aber ja, es ist farbig. Geil, geil, geil. Wer weiß, wie lange dieses Spiel noch existiert. Das kann dir niemand sagen, kann dir niemand sagen. Und das Loch ist ganz schön weit weg. Da komme ich doch nie im Leben hin. Oh, ich habe einen Dauer-Doppel-Power-Shoes. Komme ich da hin? Warte, ich drücke mal alt. Warte, 240 plus 9 Meter Mietwind. Oh, das könnte eventuell was werden. Ja, versuchen wir es mal mit Power vorne. Ja, machen wir mal. Und dann hier, ne, ist es ja alles dasselbe, also... Ich vermute auch mal, wenn die irgendwann mal schaffen, die mobile Fusion, ja sowas von, mobile Fusion rauszubringen, ich hätte auch das gute Ding noch verwenden sollen, rauszubringen, dann ja, bestimmt auch noch für Japan. Für Japan, für den asiatischen Raum. Und die denken sich auch, oh, lohnt nicht für Europa. Warum Handy hätte das theoretisch Potenzial? Erstmal mindestens für die ganzen Leute, die das Spiel aus der PC-Welt noch kennen, ne? So wie ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wie ist ein Green. Ist ein spannendes Golfspiel. Ich immer durchdrehe. Wo ich schon nur eine Tastatur geschrottet habe. Nur eine. Ja. Und wo war ich? Ich wollte auch sagen, dass das Spiel wahrscheinlich ja nicht mehr lange existiert, ne? Weil irgendwie hier sind 10.000 Server, aber alle sind die relativ leer. Und kein Spiel läuft ewig, ne? Ist ja leider so. Muss überlegen, wie mache ich das hier? So schießen und dann mache ich hier den Dreher. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie weit die dreht. Aber die Chance dafür ist hoch, weil... Richtig, weil das Ding einfach so riesig ist. Das ist eigentlich die Gute, wenn man einen riesen Pangja-Bang hat. Okay, das wird nichts. Ja, Vorteil, dass man so einen großen Pangja-Balken hat, aber ich kann leider nicht so weit schlagen. Im anderen Spielstand, im anderen Co., konnte ich ja 243 oder 248 sogar schlagen. Und dafür war ja eben der Pangja-Balken ganz schön klein. Ich habe trotzdem relativ oft getroffen. Ich muss so probieren. Das Tolle ist, ich musste ja auch wieder dieses olle Practice machen. Ist ja an sich kein Problem, da wenn ihr nur die Basics erklärt, die ich nicht ohne Probleme hinbekommen. Nur, ich habe keine Ahnung warum, das war auch in der englischen Version so, da ist alles total zeitverzögert. Also,
Da-Panga zu treffen ist ganz schwer, weil das Ding irgendwie erst nach 3 Sekunden, nachdem du die Leertaste drückst, stehen bleibt. Nur da. Warum auch immer. Und dann gibt es eine Mission, da musst du dann einmal Spin schaffen, unbedingt. Und Spin tut er ja nur, wenn du Panga triffst. Und einmal musst du einen Curveball machen. Und da gewinnst du natürlich auch nur, wenn du einen Curveball machst. Und versuch mal dann Panga zu treffen, wenn das Scheißding 3 Sekunden nachschwenkt. Da musst du wirklich planen. So, 3 Sekunden, klick. Ding. Ja, das hat so lange gedauert. Da, komisch da, beim Practice bin ich die Verbindung abgeschmiert, ne? Mysteriös, halt schon die VPN-Server da schriechen. Der will spielen. Schlaschen wir nicht zu. Steht auch nur, dass es für Experimente und bla 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 blub. Da sind die VPN-Server. Ey, mach ja nichts illegal, ich kann mit. Ich hacke hier nicht hier das Pentagon oder. Keine Ahnung, mach irgendwelchen anderen Kriminellen sagen, ich will nur Panga spielen. Nur Panga. Das ist für jetzt Archiv, denn das ist für jetzt Archiv, denn ich glaube, das Spiel wird echt nicht mehr lange existieren. Nicht mehr lange existieren, nicht mehr lange existieren. Warum? Weil die Konkurrenz groß ist und das Spiel einfach alt ist. Alt und verbraucht. Irgendwann ist es eben Ende. Deswegen einmal später, so wie, ich glaube, gab auch immer so ein Online-Family Guy-Spiel, wo man dann gucken kann, so, ja, so war das Spiel. Damals. Heute kann man es nicht mehr spielen. Außer man nimmt die LAN-Versionen, die ich schon mal erwähnt habe, aber die irgendwo, keine Ahnung, Season 5, glaube ich, festhängen oder so. Ja, kannst du es theoretisch noch spielen, wenn du es hinkriegst, den Server einzurichten. Hast du ja durchgelesen, denke ich mir auch so, ja, okay, das wird es hinkriegen, aber das wird ein bisschen dauern. Das dauert ein bisschen. Wenn man natürlich keinen hat oder so weiter, der mitspielt, dann denkt man sich auch so, den Aufwand brauchst du jetzt auch nicht mehr machen. Viele Sachen macht man einfach nicht, weil man keine Lust drauf hat, weil es nicht ein Aufwand gibt. Deswegen, obwohl ich Sachen reparieren kann, gibt es ja trotzdem manchmal irgendwie so einen Fernseher oder einen Monitor oder so weiter. Einen alten, kleinen, wo du denkst, pff, die will eh keiner haben, den brauchst du nicht reparieren. Wer will bitte denn noch ein 4:3 Bildschirm haben? Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, ich will aber ein 4:3 Bildschirm haben, die sind gut extra fürs, keine Ahnung, Programmieren oder für die alten 4:3 Spiele. Aber meistens sind die alten Bildschirme ja mal klein. Winzig. Aber heute ist ja alles groß. Riesig groß. Selbst der 65 Zoll Fernseher ist nicht genug. 65 Zoll Monitor. Oh, das wird teuer. Es gibt genügend Verrückte. Na, was mache ich denn hier? Nein, ich will den schlagen. Ich will den schlagen. Gott, da komme ich nebenhin. Selbst mit dem Doppel-Power-Schuss. Guck mal hier. Er sagt, irgendwo landest du da. Ja, mit Tomahawk lande ich ungefähr fast genau da. 1 und plus und das wird trotzdem nichts. Das wird nichts, auch wenn ich hier volle Pulle schieße. Dafür müsste ich sie upgraden. Dafür müsste ich spielen. Dafür müsste der Server nicht immer abstürzen. Aber das alles passiert ja immer wieder. Meine Berechnungen waren richtig. Muss ich auch ganz weit schlagen. Hätte ich den Assi, dann hätte ich einen automatischen Cheat eingebaut und könnte immer sehen, wo das Ding hinfliegt. Oder hinrollen würde. Aber ich weiß nicht, ob sie das gefixt haben. Mit dem Assi-Modus hier. Weil es gab mal so einen Bug, dass er im Loch stecken bleibt und dann irgendwie Unplayable Error kommt oder so ein Müll. Dass du dann nur die Möglichkeit hast, rauszugehen, weil du nicht beenden kannst, dich zurücksetzen kannst, gar nichts machen kannst. Nur verlieren. Und da ich immer noch die Macke mit der Maus hier gelegentlich habe, die sich da rumspackt und die einfach nur hin und her hängt und ich nichts hier machen kann, weil ich nicht weiß, das muss ja an der Maus liegen. Das Einzige, was sich nicht verändert hat in der ganzen Zeit. Tolle alte G5 Maus. Stimmt, blockt er irgendwie die Treiber oder so und denkt so, oh nein, ich versuche das Spiel zu manipulieren. Ich muss das blocken. Ich muss es blocken. Was soll denn sonst sein, bitte? Nur die Maus hat sich nie geändert in all den Jahren. Immer noch die gleiche Scheißmaus. Hm, toll. Da schieße ich in die Bäume. Ja, toll. Ich fühle mich heute so gut und haben mir gesagt, Mann, fühlst du dich heute gut? Im Gegensatz zu gestern. Deswegen habe ich auch gestern mal ausnahmsweise keine Folge aufgenommen. Weil es mir nicht gut ging. Irgendwie. Warum auch immer, als wenn der Körper das riechen kann, wird mir schlecht.
Oh nein, das ist eine blöde, blöde Erinnerung. Ich weiß noch, damals, vor nicht allzu langer Zeit, wo es mir richtig schlecht ging, wo du den ganzen Abend, ich glaube irgendwie 6 Stunden, von 20 Uhr bis irgendwann 4 Uhr morgens oder so, nur auf Klo warst und gegöbelt hast. Und das andere, und die andere Seite gegöbelt. Ja, das war nicht schön. Das Tolle ist, du kannst da nichts machen, du kannst nur warten, bis alles raus ist und es dann irgendwann aufhört. Kannst du ja immer nur Flüssigkeit zuführen, was ich auch gemacht habe. Oh, ist das scheiße. Jedes Mal, wenn du das hast, ey. Es bahnt sich auch schon so an. Du weißt schon, es kommt. Und dann wird es schlimmer und schlimmer und irgendwann ist es überschlimm, ey. Dann hoffst du nur, dass es irgendwann zu Ende ist. Aber es dauert dann zumindest, ja. Also, wenn du es dann los bist und schlafen kannst, wachst du ja immer noch zwischendurch ganz oft auf. Oh, krank sein ist immer scheiße. Ich weiß schon, weil mir die Oma immer davon reden. So, oh, ich war bei Doktor und ich hab das, die und dies und das und oh, damals. Krank sein ist ja auch scheiße, egal was. Selbst wenn es nur der Männerschnupfen ist. Oh ja, der Männerschnupfen. Wenn man den hat, dann ist man am Sterben. Alle Männer kennen das, wenn sie ihn haben. Ich sterbe, Mama, mach mir noch einen Tee. Ah, ich kann heute nicht zur Schule. Ah. Aber kann auch sein, dass mein Körper wieder ein bisschen verrückt spielt, weil ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich bin irgendwie wetterfühlig. Das heißt, es ist verrücktes Wetter draußen, was momentan ja sowieso fast immer ist. Dreht mein Körper auch durch. Aber naja, sag ja, ich weiß nicht, ob es Wetterfühligkeit gibt. Ich vermute es einfach mal. Kann auch Aberglaube sein, dass es wieder nur so eine typische Kopfsache ist. Denkst du, da ist so. Es liegt am Wetter, das liegt daran, oder liegt es gar nicht am Wetter, weil es nur ein Scheiß-Fucking-Kopf, der alles macht. Es ist ja einfach extrem viel Kopfsache. Deswegen gibt es ja auch Placebo-Pillen, ne? Also Pillen, wo gar nichts drin ist. Aber die dich trotzdem gesund machen, weil du denkst, dass sie dich gesund machen. Alles mysteriös, alles irgendwie auch nicht so ganz erforscht. Ich habe auch gelesen heute, dass sie irgendwie einen neuen Körperteil, ein neues Organ oder so gefunden haben. Oder die dachten irgendwie, das wäre noch Fett. Aber dabei ist es ein Organ. Ich war so, okay, die laufen eigentlich immer damit rum und man denkt, der menschliche Körper ist schon längst erforscht. Und dann finden die doch was Neues. Da Fug. Denkt man auch so, aha, okay, was passiert, wenn das Organ hier funktioniert? Ist das ein wichtiges oder kann man auch ohne dieses Organ leben, so wie es Leute sogar gibt, die ohne Magen leben? Gott, irgendwie so kriminell, aber nee, sowas gibt's auch. Ja, du kannst ohne Magen leben. Du musst dich da natürlich dein Leben umstellen. Du kannst nicht mehr so viel harten Kram fressen. Fleisch, Fleisch, jede Menge Fleisch und nur noch geringfügig Fleisch und Suppen und keine Ahnung. Aber es ist möglich. Was war denn noch möglich? Ich glaube, ohne Leber kann man auch leben. Ohne Nieren theoretisch auch, aber da musst du ja immer zur Dialyse. Gibt es ja auch arme, arme Menschen, die andauernd zur Dialyse müssen. Und das Blut reinigen müssen, sonst irgendwann verdreckt der Körper, so wie gesagt, weil das Blut nicht mehr reinigen kann. Also dort. Kein schönes Leben. Wo wir bei verrückten Sachen sind, es gab ja auch jemanden, ich weiß nicht, ob das weiß, im Internet, steht ja viel im Internet. Da gab es ja einen Typen, der kein Herz hatte, der hatte dann elektronisches Herz. Der muss dann einfach immer mit so vielen Akku-Packs rumlaufen und sich andauernd einstöpseln. Weil, wenn der Akku leer ist, dann ist er tot. Weil eben sein Herz elektronisch funktioniert, so gesagt, also eben eine Batterie. Das heißt, Batterie leer, dann tot. Naja, für den ist Selbstmord theoretisch leicht, ne? Weil er steht in den Stecker und instant tot. Aber gerade so, welche Leute wollen jetzt eben gerade nicht. Die sind ja meist viel stärker als normale Menschen. Genau wie die Leute, nicht immer, nicht immer, sag ich jetzt, ne? Aber manchmal so, dass Leute in Rollstuhl oder so, dass die viel größeren Lebenswillen haben und so weiter und an sich viel kräftiger sind, also psychisch, als normale Menschen, die dann immer rumheulen, wegen, obwohl es ihnen gut geht, oh, mir geht's so schlecht und keiner mag mich und es ist doch alles so schlecht. Da wären wir wieder bei Kopfsache. Da spielt sich alles nur im Kopf ab. Wir machen ja positive Gedanken haben. Positiven Gedanken. Alles ist gut. Alles ist schön. Alles ist gut. Denn der GameCube funktioniert. Ah, alles, was du gekauft hast, funktioniert. Deswegen kann ich auch wieder gerade durch die Nähe. Scheiß GameCube. Extra Rohrlinge gekauft. Einige Spiele, die vorher zu testen, bevor ich sie kaufe. Und natürlich funktioniert hier nichts. Gar nichts.
Egal, was ich mache. Scheiß SD-Card oder scheiß Backups. Nichts funktioniert. Ah. Denke ich auch wieder. Wieder 20 Euro für nichts ausgegeben oder was? Denn los. Das erinnert mich an meine sinnloseste Aufgabe. Ausgabe. Einmal Auto abschleppen für 150 Euro zur Tankstelle, wo die, keine Ahnung, 500 Meter entfernt war. Und wo man dann so ein Luftding holen könnte, hätte und mitnehmen könnten. Hätte ich mir das Geld gespart. Aber ich habe das scheiß Ding nirgendwo wieder gesehen. Und statt einmal nachzufragen, rufst du einen scheiß Pan-Dienst, wir gehen 150 Euro ab und dann hier auf, pumps auf und dann hier toll. Das sind Dinge im Leben, die sich nicht wiederholen sollen. Das ist so, ne? Man muss Fehler im Leben machen, um sie danach nie wieder zu machen. Hinterher ist man immer schlauer. Da denkt man sich auch natürlich an viele Kriminelle. Das ist gut, da fällt mir dann immer einer in sein Leben drauf rein. Und es gibt ja genug Menschen, also macht man ordentlich einen Reibach. Dann denken sich wieder das Neues aus und dann geht das wieder von vorne los. Nicht umsonst funktioniert das immer noch mit der Ransomware und den Viren und Royana und... Ah, was es alles in der PC-Welt gibt. Naja, nicht nur in der PC-Welt, ne, auch in der realen Welt. Sie haben gewonnen! Sie haben gewonnen! Juhu! Bitte geben Sie Ihre Bankkonto an, Bankverbindung an. Ja, okay. Warum wurde mir das Geld abgebucht? Das verstehe ich nicht. Na, gerade bei alten Leuten sagt man der Mann, dass sie abergläubisch sind. Wahrscheinlich war das die Welt damals reiner und nicht so verschissen wie heute, keine Ahnung. Kannst du haben. Ich weiß ja nicht, wie es damals war. Kannst zwar die Oma fragen und so, aber naja. Ihr zählt ja auch nicht nur Positives. So, jetzt machen wir wieder hier Mr. Kavums. Guck mal, ich komme ja nicht mehr hin. Wir haben mit doppelten Kavums. Den Speedo-Dreher. Und dann räumen wir bestimmt übers Loch. Bei 11 Dings hier. Hier muss ich ein bisschen runterregeln. Das wird sowieso alles nichts. Konzentration! Oh, bitte nicht gegen Leuchtturm. Ah, der ist schon mal ausgewichen und... 31. Ui! Oh, scheiße! Okay, ich hab den ein bisschen übertrieben. Oder schlecht eingeschätzt. Ein bisschen. Ich soll nicht so viel reden und langsam mal Gas geben hier. Ich hab nur 15 Minuten. Und nur noch, warte, 1, 3, 3, 4, 5, 5 Löcher. Das ist ja kein Problem, aber eigentlich geht das nicht um die Zeit da unten, sondern um den VPN-Server. Wird ihr es schaffen bis zum Ende? Oder muss ich abbrechen? Das sehen wir, wenn ein Ladebildschirm festhängt, weil ich glaube, dann tauscht ihr erst Informationen mit dem Server wieder aus. So, ja, okay, der hat ja schon das geschlagen. Alles klar, und weiter geht's. Weil er auf jeden Fall da immer nur hängen bleibt. Okay, da komme ich jetzt nicht mehr rüber. Komme ich da hin? Wenn ich nicht dagegen schlagen würde, ja. Warum haben sie das Ding auch genau hier vorne gepackt? Oh, ne, wusstest du das? Naja, Blue Water habe ich ja gesagt, ne? Ist ja nur Blue Moon bloß ein bisschen verschwert. Deswegen, bei Blue Moon sind diese komischen Rasselblumen oder was es auch sind, nicht da. So war das eben am Anfang. Irgendwie so, ja, wir brauchen noch ein paar mehr Maps. Aber wir wollen nicht so viel Zeit da reinstecken. Boah, was machen wir einfach? Joa, haben wir mal die alten Blues schwerer. Oder anders. Okay. Wurde dann sehr viel in Spielen gemacht. Ich sag's ja auch immer wieder in Super Smash Bros. Melee. Haben sie es ja auch mit Mario und Luigi gemacht. Und Pikachu und Pichu. Mario und Dr. Mario. Und wir sind dann noch Dr. Falcon und Ganondorf. Oh Gott. Da kamen richtig viele, haben die da verdoppelt, ne? So gesagt. Komm, mir fällt noch einer ein. Wen haben die noch doppelt da gehabt? Nee, das haben sie erst im nächsten Teil gehabt. Es fällt mir gerade spontan keiner von denen ein. Euch bestimmt aber mir gerade nicht. Was ist das hier? Warum ich jetzt wieder zu Wii schlagen? Boah, diese 3D-Grafik, die ist so wahnsinnig. Aber irgendwie kommt mir auch vor, als wenn diese Version ein Mikro-Millimeter bessere Grafik hat als die andere Version. Aber wirklich nur zu 5% oder so. Ein bisschen andere Lichteffekte und so. Aber sonst Texturen sind immer noch matschig. Stimmt, kannst das Spiel auch immer noch mit einer GeForce 2 spielen. Und einem 900 Megahertz Rechner.
Ja, ich habe noch einen so einen Rechner hier stehen und ich könnte es auch testen. Aber wisst ihr, womit das wieder verbunden wäre? Aufwand? Nein, Aufwand. Bestimmt sagt der Klient einfach: Windows XP? Nö, ich brauche mindestens Windows 7. Obwohl das Spiel locker noch auf Windows 10 laufen, Windows XP laufen würde, weil das eh nur mit DirectX 9 läuft. Oder sogar 7? Keine Ahnung, irgendwas Altes auf jeden Fall. Wenn GeForce 2 hat, dann kein DirectX 9. Das ist noch DirectX 7, ne? Weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken im Internet. GeForce 2. Integriert die Technik. Hat ja immer einen Vorteil, ne? Wenn die Spiele kaum Leistung brauchen. Jeder kann sie spielen. Das ist auch der Grund, warum du Sims einfach mit jedem verkackten Scheißrechner spielen kannst. Ansonsten würden sie ja die ganzen Leute vergraulen mit ihren scheiß alten Billig-Notebooks. Netbooks, die das Spiel spielen wollen. Hauptsächlich ja immer Mädchen. Deswegen hat sich Sims zwischen 3 und 4 eigentlich von Anforderungen, glaube ich, gar nicht verändert. Und in der Grafik auch nur mikrominimal. Da geht es ja sowieso nicht um die Grafik, ne? Oder denkst du, die Frauen gucken: Ich hole mir den 4, weil ja die Grafik viel besser ist. Viel, viel besser. Nee, die sagen sie jetzt: Ich hole mir den 4, weil man da die Haare machen kann und das nicht in Sims 3 oder keine Ahnung. Sonst irgendwelche anderen Möglichkeiten. Oder weil es dafür 20 Add-ons gibt und davon nur 10. Ich bin keine Frau, ich kann es nicht sagen. Tut mir leid, und mein Prozentzahl von meinen Schätzen von Frauen ist einfach nur 10%. Das Lustige ist, desto älter die Frauen werden. Also statistikmäßig jetzt auch mein Kanal. Desto älter die Frauen werden, desto mehr gucken mein Kanal. Da denke ich mir so, okay, ich bin nur bei alten Frauen beliebt. Okay, das gibt mir jetzt ein bisschen zu denken und das ist viel zu weit. Wahrscheinlich kommt das daher, dass ich eben fast nur alte Spiele spiele, ne? Das heißt, die alten Leute interessieren sich für alte Spiele. Und die neuen Leute nicht, kann ich auch nicht sagen, weil bei Männern ist ja eher so, dass sie auch den alten Scheiß gucken. Ich habe keine Ahnung. Ich pack YouTube auch nur rum. So wie mit dem Design. Eben gerade, wo ich wieder auf YouTube war, haben die das Design schon wieder geswitcht. Zu diesen anderen, wo irgendwie alles größer ist. Mit diesen Gaming, keine Ahnung, Layout so gesagt. Aber nicht diese Gaming-Seite, sondern so ein anderes Layout. Dann ein Moment Firefox geschlossen und wieder geöffnet. Schon ist es wieder das alte Design. Das schon seit längerer Zeit jetzt. Denk mal auch so, Mann, entscheidet euch mal endlich und switcht nicht immer hin und her, das geht doch einen auf den Sack. Ich nominiere bestimmt auch noch jemand anderen. Aber designtechnisch ist sowieso alles nur kurz gewesen. Damals, wo das Web 2.0 war, das war immer noch das beste Design. Wo man alles machen konnte. Da standen sogar noch auf dem Kanal die, wie viele Videos man auf YouTube gesehen hat. Denk mal so, okay. Ja, important stuff. Hier ist die letzte Map. Important Stuff. Ja, auch irgendwie. Ich glaube, man selbst kann es noch gucken. Irgendwo versteckt oder so. Aber die anderen können es nicht mehr sehen. Also für die Öffentlichkeit nicht mehr. Also du trägst irgendwo ein. Aber ich glaube, das wäre irgendwie stumm, wenn du es irgendwo dauernd eintragen würdest. Boah, ich habe ja 10.000 Videos geguckt. Boah, ich habe ja 10.000 ein Videos geguckt. Und zwei und drei. Damals ging viel mehr. Ich glaube, da konntest du auch. Ich überlege gerade. Damals die Partner, die konnten damals, als dieses alte Design war, wo die Leute schon richtig viel machen konnten, konnten die richtig viel machen. Ich glaube, die konnten im Banner sogar einen eigenen Code reinpacken, dass die dann hier bestimmtes Layout hatten und so. Also mit Buttons und alles möglich. Richtig gut. Ah, und jetzt hat jeder das gleiche Design. Kaum Auswahlmöglichkeiten. Naja, ein paar Sachen sind ja besser geworden, ne? Zum Beispiel, theoretisch würde ich auch gut finden, wenn du eben dieses Freischaltdatum einstellst, aber naja. Das können leider nur die Partner. Oh mein Gott, ich bekomme so viel EP, ja, weil ich so Lulu-Level bin. Und ich bekomme sogar. Okay, schön, dass es nicht funktioniert. Ja, du mal Punks, ich bin jetzt Rookie E. F. E? Ich bin doch schon mal gelevelt. Keine Ahnung. So, gucken wir mal in der Mini-Box nach. Post. Bekommen wir den ganzen Kram ab. Jo. Dann löschen wir den ganzen Kram. Jo, ich erkenne das nur in den Symbolen. Dann gehen wir mal in den Shop. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, das war der hier. Das ist okay, ich glaube, das sieht gut aus. Genau, charaktermäßig hat sich hier nicht viel verändert in der Version hier. Das gab es auch, oder die gab es auch in einer anderen Version. Gott, ist die hell hier in der Version. Meist new. Hä? Ist das nicht A, diese, genau.
Sind die gleiche Charakterin oder ist es irgendwie. Sieht fast aus, ne? Vom Style her sehen die fast gleich aus. Oh, da steht New. Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich wird die trotzdem als andere Charakterin gehalten, ne? Ach ja, das sind Packages. Vordefinierte Packages eben, damit du hier einen Charakter kaufen kannst plus Klamotten. Da gibt es ja auch hier. Man sieht ja, dass es ein japanisches Spiel ist, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel hier einen ganz bestimmten Charakter nimmt, so wie. Ja, hier, sie. Die hatte ja damals schon komische. Genau. Komische Packages gehabt und so denken, okay. Gott, das ist ein Strahleffekt hier. Weiß kannst du ja nicht mal sehen. Ja, ja. Japaner stehen ja auf sowas. Also, so Einkaufskram und so. Die haben ja auch 10.000 von diesen Simulationsspielen. Diesen mit den Anime-Frauen, wo du irgendwelche angraben musst. Oh Gott, das Style ist uralt. Ich glaube, das war, als sie gerade rauskam. Das kenne ich auch noch. Oh Mann, ist das alt. Ey, wir wollen jetzt mal meinen Charakter nehmen. Wo ist denn der? Hallo? Hallo, wo ist mein Charakter? Hallo? Dann gehen wir auf Kreuz dann, genau. Zoomt er sich wieder rein? Ko, hallo. Ich will mal gucken, was es für dich gibt. Ja, es gibt ein bisschen. Einige oder viele Sachen davon kenne ich noch von damals. Also da muss man höher sein. Im Level. Was da steht, weiß ich nicht. Aber sind das Packages? So, hier kannst du einblenden, dass es hier nur EP-Dinger sind. Also die man Punks kaufen kann. Und CP, 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 CP. Achso, okay, das sind nur CP-Sachen. Ah, okay, das haben die dann jetzt sortiert. Das ist ja toll. Okay, nur so, welche Dinger gibt es für sie? Keine Hosen? Keine Hosen für die Frau? Was ist das denn? Und nur komische Schuhe. Da fuhr Haare? Okay. Mysteriöse. Ja, die Haare sind auch alt, die kenne ich auch von damals. Gott, ist hier viel alter Scheiß drin. Komische, verrückte Sachen. Nee, haarmäßig hat die nichts gehabt, außer du hast hier, glaube ich, irgendwie so einen komischen Hut aufgesetzt. Naja, dann hat sie auch noch leicht veränderte Haare gehabt. Na egal, machen wir weg hier. Mal gucken, was hier sonst noch gibt. Nichts, das kostet wahrscheinlich, ja. Okay. Hä? Stumpf. Zeigt er trotzdem alle an. Oh Gott, was ist das für eine Haarfarbe? Na egal. Okay, die hatte ich damals gehabt. Die geht auch einigermaßen. Ach Gott. Gott, die geht auch noch einigermaßen. Schwarze, kenne ich nicht. Ah, okay, die gibt es hier auch noch. Das sind Klamotten, die man sich selbst machen kann. Also du kannst sie kaufen und dann kannst du da selbst irgendwas raufkritzeln und malen. Damals konntest du die auch ganz normal für Punks kaufen. Die waren auch nicht teuer gewesen und jetzt kosten die nur noch Cookies. Also bezahl Währung. Okay, Schläger kann ich mir theoretisch auch nichts kaufen, weil ich zu Low-Level bin. Das sind Bälle. Die zu kaufen ist eigentlich immer sinnlos, weil man die geschenkt kriegt. Genau wie die Sachen, die kriegt man auch immer hinter den Arsch gestopft. Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Absolut nicht. Die Case kenne ich noch. Okay, die kannst du dir auch kaufen hier. Ich vermute, dass du brauchst eine Stufe dafür brauchst, um die zu kaufen. Ach so, das sind Caddies. Ich wundere mich gerade, what the fuck ist das? Okay, kannst du so einen Caddy kaufen? Gut, die kenne ich nicht. Logisch, dich gibt es wahrscheinlich erst einen bestimmten Update. Ja, einen bestimmten Update. Okay, und dann denke ich, warum haben sie dich 100 mal reingepackt als anderes Style? Okay, das ist sicherlich sinnfrei. Was heißt das da? Ah, die Sprachsamples? Vermutlich, hört sich irgendwie so an. Okay, die kenne ich auch nicht. Das sind auch nur die anderen Styles. Die kenne ich auch nicht. Ja, die kenne ich sogar noch, diese komischen zwei. Okay, das ist auch nur die Tüte plus einen anderen Style. Die ist alt, die ist Tiki, glaube ich. Oh Gott, dass ich die Namen sogar noch weiß. Ja, die Tüte ist einfach nur Paypal. Wow, wie einfallsreich. Sie ist auch alt. Auf ihr, sie, er, Dolphini. Die auch, aber die, ach ja, wollte sagen, die sah mal anders aus. Ah, ja, so sah die aus. Genau wie die und das, okay. Und ja, ihn hat die auch damals gehabt. Damals. Stimmt, die konntest du die Typen auch nochmal aufrüsten. Hä? Was ist mit dem Dings, verstehe ich hier nicht. Meistens für diese nochmal extra Kostüme, jeder einzelne. Oh Gott, das ist alles doppelt gemobbelt hier. Egal, wir gehen noch einmal kurz in meinen Ruhm. Ich will nur einmal kurz gucken, was es hier alles so gibt. Es gibt viele, viele schöne Sachen. Die Dinger an der Seite schicken einen zu irgendwelchen Webseiten, aber das bringt mir auch nichts. Ich wollte nur gucken, ob ich irgendwelche Cases schon habe, also Schlüssel oder. Na, diese anderen Dinger da, diese Dinger zum Öffnen. Okay, ich habe hier, was ist das? Panya, Charity, Dingsterbumster, ein einstiges.
Packages habe ich auch noch nicht. Wie gesagt, ich klicke lieber hier nicht auf irgendetwas. Ansonsten switch da um zum Internet Explorer, warum auch er den benutzen will. Und dann bin ich am Arsch, weil er nicht mehr aufnimmt. Na gut, Leute, lebt wohl, bis zur nächsten Folge von Pangea. Und ich hoffe mal, das nächste Mal läuft auch wieder alles so reibungslos wie diesmal. Mal schauen, dann würde ja auf jeden Fall, warte, wir schauen mal, wir gucken einmal in die Zukunft. Dann würde ich auf jeden Fall die nächste alte Map spielen. Ich glaube Blue Moon, weil Blue Moon ist, glaube ich, auch Blue Water. Wiederum, bloß auch nochmal einen Tick schwerer. Jetzt wird ihr bestimmt sagen, nochmal? Ja, es ist verändert. Außerdem labere ich auch nicht immer das gleiche, glaube ich. Mal. Egal. Danach kommen, glaube ich, die Winddinger. Und dann die Eisdinger. Ja, das hier zum Beispiel, ja genau, hier ist zum Beispiel eine neue Map. Mystic Ruin. Die gab es doch nicht mal in einer Version. Alles neu, alles neu. Genau wie Airbot meint, das sagt auch überhaupt nichts. So, jetzt aber. Lebt wohl, bis zur nächsten Episode von Pangea. Ich sagte doch, es endet nicht.